So, und da bin ich wieder. Ich kann jetzt mal vorlesen, was ich alles verkauft habe. Und zwar habe ich verkauft Angeberei, Lockduft, Walzer, Anziehung, Sonnentag, Zertrümmerer, Erholung, Regentanz, Schnarcher, Kraftreserve, Psycho Plus, Frustration, Raub, Ausdauer, Toxin, Sandsturm, Einigler, Doppelteam und Schlafrede. Das sind alles die TMs, die ich verkauft habe. Aber ich habe halt auch mal ein bisschen geguckt, wie viel die so abziehen. Und da habe ich gesehen, dass Blizzard 120 abzieht und Solarstrahl. Jetzt wollte ich mal gucken, ob der Lars vielleicht Blizzard erlernen kann. Also ob irgendjemand die beiden TMs irgendwie erlernen kann. Das wäre nämlich cool. Was haben wir denn hier? Hyperball kaufen wir mal noch ein paar. 10 Stück oder so. Ja. Hypertrank nehmen wir auch noch ein paar. So. Und noch Hyperheiler, Beleber. Ja. Gut. Dann düsen wir jetzt Richtung Vertania City. So. Und hier war ja irgendwo die olle Arena. Können wir da jetzt hin? That is a big question. Der Arena-Leiter von Vertania City ist zurück. Ja, warum wohl? Weil ich die 7 Orden jetzt habe. Oh Gott. Hey, warte, du Champion in Spee. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Also mit Pikachu ist ja schon mal nicht. Pokémon-Leitung. Giovanni. Ja, natürlich, der Gary, wer sonst? Okay, was ist das? Achso, das ist so ein Anhalter, schätze ich mal. Oh Gott. Fangen wir hier oben an. Das ist so langsam. Ah. Ich bin der Karate-König. Ich besiege dein Schicksal. Ah. 38, ja, das geht ja noch. Ach, 38. Ich habe irgendwie gerade... Ich habe zwar 38 vorgelesen, aber ich hatte 48 im Kopf. Stärke. Ach, ich bin so dumm. Ich habe eben noch davon geredet, dass ich meinem Pokémon noch Blizzard und sowas beibringen wollte. Ich mach's einfach nicht. X-Angriff. Ja, mach du mal. Das bringt dir jetzt eh nichts mehr. Ha. Na, Geowurf hätte ich machen können. Mann, ich denke da immer erst zu spät dran. Ja, ja. Macholo. Das machen wir jetzt direkt nach hier dem Kampf. Damit ich bloß dran denke. Ich hatte noch Erdbeben. Da wusste ich aber nicht. Weil das zieht in Anführungszeichen nur 100 ab. Ja. Oh, das gibt gute Punkte für den Dave. Und alle anderen. Noch ein Maschok. Nö. Das kriegt der Dave schon hin. Jetzt kriegt das wenigstens hin.
Yes. Nice. Also ich finde das mit dem EP-Teiler eine gute Sache. Na. Hast du irgendwas zu sagen? Du willst in die Pokémon-Liga? Du? Wird bloß nicht größenwahnsinnig. Okay, Item. Ich habe auch nur noch die beiden hier drinnen, wie man sieht. Hypertrank. Ja, okay. Ich hatte gar keinen mehr, siehst du mal. Ich dachte, ich hätte noch welche. Blizzard. Ja. Warum kann der Alex denn alles? Ich dachte, Lars könnte das. Was hat denn... Alex hat, glaube ich, ganz gute Attacken, oder? Ne, der hat noch dieses Gift-Ding. Gifthorn oder sowas. Ja, guck mal erstmal hier TM22. Solarstrahl, genau. Kann bestimmt Shen oder so. Ja. Dann geben wir das der Shen. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel zieht denn der Windstoß ab? Weil Schlafpuder ist halt schon geil, wenn man halt Leute einschläfern kann. Was war das? Windstoß. Das war eine Attacke, die die irgendwie schon ziemlich am Anfang hatte. 40. Mach mal den Windstoß, komm. Okay, dann gucken wir mal gerade, was der Alex noch so hat. Wo kann denn Alex alles? Ja. Hier, den Giftstachel. Den nehmen wir direkt. Wenn jetzt noch irgendwie was Besseres kommt oder so, dann tun wir halt die TM einfach überschreiben. Das können wir da ja machen. Bei VMs geht das ja nicht. So. Wunderbar. Denkt ihr euch... Die ist so doof. Aber für mich macht das jetzt gerade Sinn. So, dann düsen wir hier wieder runter. Weil vorbei kommen wir da eh nicht. War hier. Ach genau, da war Ende. Dann gehen wir hier unten weiter. Wir können auch direkt in die Mitte gehen, aber... Hallo. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Der hat bestimmt Geistgedöns. Dompteur, zwei Stück. Arbok. Dave, Dave! Okay, das sieht ja noch ganz gut aus hier. Jetzt müssen wir hier wieder durchdrücken. Ich vergesse das immer, dass dann noch was kommt. So. Tauros. Ist das denn? Tauros. Hört sich nach, auf jeden Fall nach irgendwie was an, was vier Beine hat und sehr schwer ist. Ah, der Stier, okay. Machen wir hier mal Geowurf. Ist der besser? Frage ich jedes Mal, ich vergesse das immer. Okay. Kriegen wir den doch noch kaputt. Nice.
141 für jeden. Das ist schon was Feines. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein! Achso, das hat er zu uns gesagt. Was sagst du noch irgendwas? Warte nur, dafür wirst du noch büßen. Karate ist die Königsdisziplin. Auch schön, wir können jetzt gleich runterlaufen. Des Kampfsports. Wir hätten den auch umgehen können, aber gibt ja so immer noch ein paar EP, ne? Oh, eins nur. Maschok. Level 43. Wow. Ich glaube, Stärke hat eine ziemlich hohe Initiative, heißt das so? Ich glaube, Geowurf ist besser als Stärke. Habe ich irgendwie das Gefühl. Oder... Ja, gut, recht gleich gut. Okay. Dann... Nehmen wir mal den Alex und benutzen mal den Blizzard. Hat nur 5. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Yay. Au. Was noch mal zu sagen? Ach. Wären meine Pokémon doch auch so starke Karateka wie ich. Achso, das sind wahrscheinlich die Leute, die Karate machen. Die Arenahalle von Latania City war lange Zeit geschlossen. Doch nun ist der Meister zurück. Ist der Meister der mit den Haaren da? Der mit den Haaren. Ha, Trainer möchte kämpfen. Oh, die haben alle so Peitschen, ja. Nidorino. Feuersturm. Hat auch nur 5. Christophs Attacke ging daneben. Du willst mich doch verarschen. Hat das echt so ein Fehldings? Das muss ich gerade nochmal gucken. Feuersturm mit E. Feuersturm. Quote 85%, ey. Ich habe ja schon zweimal nicht getroffen. Das kann doch nicht sein. Dankeschön. Ja. Ja. Also wenn es mal trifft, dann trifft es richtig. Nidoking. Da versuche ich jetzt nochmal Feuersturm. Und es hat auch getroffen. Schön. Oh. Hat aber nicht... War nicht so gut. Dann machen wir jetzt hier noch einen Schlitzer hinterher und dann müsste das gewesen sein. Wunderschön. Wurde besiegt. Du kannst nur in die Pokémon-Liga, wenn du unseren Arena-Leiter besiegst. Ja, was du nicht sagst. Okay, dann war das hier wohl schon. Wie kommt man denn da oben hin? Ah! Belever. Ach, das ist doch was Feines. Dann machen wir hier weiter. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Habe ich das richtig gelesen? Ich weiß es nicht. Oder meins? Ich weiß es nicht. Eins. Ein Rihorn. Oh. Ich glaube, da ist... Obwohl, war Feuer nicht gut gegen Stein? Weil das sieht halt immer so steinig aus irgendwie. Nicht effektiv, aber hat dafür schon so, ne, 3/4 abgezogen. Oh.
Nice. So, jetzt will ich mal gucken, was hinter dem Typen ist. Ich habe den Halt verloren. Oh, ich glaube, das ist der. Dann mache ich doch erstmal hier in der Mitte das noch. Ich dachte, das wäre der Linke da. Hey, so langsam geht dir die Luft aus. Es wäre lustig, wenn man den als erstes gemacht hat. Hätte er dann das gleiche gesagt? Zwei Stück. Das ist schön, dass die hier nicht alle so viele Pokémon haben. Wuff, wuff, wuff. Ich glaube, das ist nicht gut. Nee. Gut. Oh. Doch, kann man machen. Dann machen wir gleich noch. Achso, kommt jetzt drauf an, was er noch hat. Ich bin davon ausgegangen, dass er noch so ein Sandan-Ding hat. Sandan? Sandana? Sandana war das, glaube ich. Sandan-Meer? Ach, keine Ahnung. Ein Dicktri. Oh, das sieht ja süß aus hier. Machen wir nochmal Glut. Glut ist gut. Mein schöner Spruch. Oh nein. Ah, hat noch gepasst. Und einmal Schlitzer. Das war klar. Hey, das ist meine Attacke. So. Mir gehen die Pokémon aus. Ja, die sind schon ausgegangen. Nett, nett. Kiai! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Kiai. Ja. Zwei. Sie haben ja alle so, ja wie gesagt, Boden-Pokémon, hat er ja schon gesagt, und dann halt so Kampfzeug. Blut? Doch, kann man machen. Ah, der hat auch einen Geowurf. Ja. Da ist der Christoph wohl tot. Also bevor wir zu dem Arena-Leiter gehen, gehen wir erst nochmal ins Pokémon-Center. Und dann wagen wir uns an den Arena-Leiter. Ich würde ihn vielleicht auch so kaputt kriegen. Aber man muss ja nicht, ne? Wisst ihr Bescheid. Ein Machok. Nö. Ich schätze mal gegen das. Also Blizzard ist richtig gut gegen Feuer-Pokémon. Na, Fitzelchen hat er noch. Yay! Meister, verzeih mir. Okay. Weiter. Geht's dann in der nächsten Aufnahme?